Servus! Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video, denn es ist im August ein bisschen Putzmittel leer geworden, aber mehr Putzmittel und ja, Putzmittel. Ich habe sehr viel geputzt jetzt, bevor wir nach Deutschland gefahren sind, deswegen ist da echt viel leer geworden. Und eigentlich wollte ich jetzt noch einen Monat warten, aber es passt einfach nichts mehr in die Kiste rein und ich hasse nichts mehr, wenn mir meine Aufgebraucht-Kiste die ganze Zeit überschwappt. Kennt ihr das? Dann kommt man her mit irgendeiner vollen Kiste und es fliegt die Hälfte raus. Ich kriege dann jedes Mal einen Wutanfall. Jetzt habe ich eh schon so eine große Box. Ja, fangen wir direkt einmal an. Ich habe dieses Fleckensalz vom Lenk mit leer gemacht. Habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Das ist sehr gut. Es löst wirklich für mich die Flecken runter. Also, ich komme damit sehr gut klar. Wie gesagt, ich habe schon wieder ein neues in Gebrauch. So, ja. Dann habe ich diese Allzweck, All-in-One Clean Labs aufgebraucht. Und ja, die haben auf jeden Fall sauber gemacht. Besser wie die Somat sind sie allemal. Die Somat, diese Smart Tabs, die habe ich sehr schlecht gefunden. Die finde ich auf jeden Fall um einiges besser. Ich glaube, das sind die von Action. Dann haben wir. Ja, so eine Fliegenfänger leer gemacht, die was super sind. Wenn man sehr viele Fliegen hat im Haus, weil man vielleicht Wachteln vorne draußen vor der Tür hat oder andere Tiere, also bei meinen Wachteln ist auf jeden Fall wirklich, Fliegen können da schon einmal sein und die kommen dann halt auch ins Haus rein. Und dann nehme ich so eine und da gehen die dann direkt drauf. Also dann summt sind die ganze Zeit um einen rum, weil das nervt mich immer sehr. Dann habe ich noch von Kernseife. Und Blink diese Kernseife aufgebraucht, war jetzt an, es ist gegangen, sie war sehr schnell weg, sie war wirklich schnell weg, ich glaube ich habe sie sogar im August gekauft, die hat nicht gehalten, also das ist mir zu schnell gegangen, die von Denk mit, diese Seife-Dings, da, wie nennt man denn das, habe ich da von uns drinnen, dieser Fleckenentferner, ich weiß jetzt nicht, wie der von Denk mit heißt, ich glaube das ist Kernseife und das andere war Gallseife oder so, diese Gallseife-Seife, die ist auf jeden Fall besser und haltet auch viel länger. Dann habe ich von Denke mit den Hygienespüler leer gemacht. Ja, den nehme ich immer wieder einmal, wenn jemand bricht oder wenn jemand krank ist. Und so wie dieses auch, dieser Darmchlor-Hygienereiniger, den nehme ich auch gerne einmal her, um irgendwie was zu waschen, wenn da irgendwas richtig Ekeliges drauf ist, zum Beispiel Erbrochenes. Und ich habe einen letzten Schwung dann über meine blaue Hosen geschüttet, der was da noch drinnen war, um weiße Flecken reinzumachen. Ich hätte es vielleicht ein bisschen schöner auftragen können, dass ein paar gezieltere Flecken sind. Jetzt habe ich direkt einen Fleck. Ja, ich werde vielleicht einmal die Hosen zeigen. Also die Flecken sind eben sehr komisch geworden. Vielleicht hätte ich das. Ich habe einfach nur wirklich so drüber geschüttet. Und so schaut das jetzt halt aus. Dann habe ich von Denk mit den Wasserkasten-Tabletten. Schwieriger Satz. Von Denk mit, die tue ich immer herum rein, weil herum das Klo eben nicht so schön ist. Dann von Nook, davon habe ich ja auch ganz viele gekauft. Da habe ich diese Sauger da. Die benutze ich jetzt für beide Kinder. Ich glaube, das ist eigentlich für ältere Kinder. Ich glaube, die Emily dürfte das noch gar nicht benutzen, aber sie benutzt das genauso. Die wird jetzt hier bald 2 Jahre. Keine Ahnung, ob wann das ist. Ich versuche jetzt nur noch auf diese da umzusteigen, weil ich habe keine Lust mehr auf Flaschen. Ich finde, sollen sie aus sowas trinken oder aus Gläsern? Weil es nervt, wenn überall die Flaschen liegen. Desinfektionsspray. Erbrochenes und Wutanfall. Ich habe vor lauter Wut es auf den Fliesenboden geschmissen, weil nichts mehr rausgegangen ist. Naja, Wut kann man es jetzt nicht nennen, aber es ist. Ich habe keinen mehr gehabt und ich war einfach sauer an diesem Tag. Das war bei mir so und dann habe ich es auf den Boden geschmissen und leider ist es kaputt geworden. Dann habe ich noch die feuchten Bodentücher verbraucht von Denk mit. Ja. Hundehaare wegputzen, die habe ich immer wieder. Und dieses Ding, das war richtig cool, das ist von Glade. Das kann man in
die Steckdose reintun und dann kommt immer wieder Duft raus. Ich habe nicht gewusst, dass das überhaupt... Ich hab das gehabt, aber ich habe mir gedacht, eine Steckdose Strom verbrauchen, um Duft zu verteilen, ist doch irgendwie doof. Jetzt habe ich es aber hingetan und es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Ich weiß aber nicht, ob ich es mir noch kaufen würde, weil es teuer ist. Und von Lenore, so gut. Von naturinspirierte Düfte, Shea Butter, Weichspüler, richtig, richtig genial. Richtig gut. Natürlich riechen. Ach ja, es ist einfach genial. Richtig genial. So, das waren jetzt wirklich alles Haushaltssachen heute einmal. Aber jetzt ist meine Kiste leer, außer die kleine Spinne, die was da drin gerade krabbelt. Die muss ich dann rausschmeißen. Und das war mein aufgebrauchtes Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, pfiat euch!